Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Es ist jetzt eine etwas, ja, kleine Formatänderung. Trotzdem, alle Spiele der zweiten und dritten Liga werden hier zu sehen sein. Manche eben ausführlich, bei manchen schauen wir uns die Tore an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Aus zeitlichen Gründen werden wahrscheinlich in Zukunft häufiger diese Videos oder Videos dieser Art erscheinen. Aber wir wollen jetzt gar nicht lange rumfackeln. Fangen wir an mit der zweiten Liga. Los geht's. Schauen wir noch erstmal auf die Tabelle. An Tabellenplatz Nummer 1 steht der 1. FC Köln. Danach kommt Union Berlin auf dem Relegationsrang. Greuther Fürth. Dann der HSV, Regensburg, St. Pauli. Das Tabellenmittelfeld ist auch noch sehr breit gefächert und lässt sich durch einen Sieg sicherlich auch überbrücken. Beispielsweise mit einem Sieg wäre für Darmstadt tendenziell sogar Platz 5 möglich. Im Abstiegskampf dann erstmal Sandhausen, Ingolstadt und Duisburg. Diese Partien gibt es am 9. Spieltag in der 2. Bundesliga. Bochum gegen Bielefeld, Darmstadt gegen den HSV, Greuther Fürth gegen Jahn Regensburg, Aue gegen Kiel, Magdeburg gegen Dresden, ein Ostduell, sehr schön. Der 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Heidenheim, Ingolstadt empfängt den SC Paderborn, Sandhausen ist zu Gast beim FC St. Pauli und Köln spielt als Tabellenerster gegen den Tabellenletzten aus Meiderich. Bochum ist momentan auf dem 11. Tabellenrang und Bielefeld auf den 10., also Tabellennachbarn. Beide können mit einem Sieg wieder oben anschließen an die Aufstiegsplätze und dementsprechend beide motiviert und heiß, diese Partie hier für sich zu entscheiden. Schauen wir mal rein. Beide Teams mussten am letzten Spieltag einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Bochum und Bielefeld, beide verloren sie mit 1:3 gegen Köln, Bielefeld und mit 3:2 gegen Heidenheim. Der VfL Bochum. Es war eine gute Partie von Beginn an. Die erste Möglichkeit für Bochum führte durch Leitsch auf Weiland dann auch zum 1:0. 9. Spielminute, der erste Treffer der Partie für den VfL Bochum. Der Jubel war groß, aber Bielefeld ließ sich davon nicht groß beeindrucken. 10 Minuten vor der Pause. Vogelsammer über die linke Seite mit der Hereingabe und Klos trifft nur den Außenpfosten. Pech in dieser Situation. Aber nochmal Bielefeld vor der Pause. Das ist dann Edmundson und der machte das verdiente Ausgleichstor, eben noch vor dem Seitenwechsel. Super reingehämmert für Riemann, nichts zu verhindern. 50. Minute, wieder Bielefeld, die spielbestimmende Mannschaft in dieser Partie. 20 Minuten vor dem Ende kam dann Bielefeld auch zum 2:1. Hochverdient Andreas Vogelsammer mit der Führung für Bielefeld. Und Bochum musste jetzt nochmal aufwachen. Zumindest ein Punkt sollte es hier zu Hause am Freitagabend doch geben. Und sie kämpften dafür. Sie kamen nochmal zum Abschluss. Jarnelt aber im Aluminiumpech. Und so blieb diese Partie dann beim 2:1 für Bielefeld. Über die 90 Minuten geht dieses Resultat auch in Ordnung. Bochum hat nach dem Führungstreffer einfach zu wenig nach vorne getan. Der SV Darmstadt verlor zuletzt 4:2 gegen Kiel und möchte jetzt wieder etwas gut machen, stehen momentan auf dem 13. Tabellenrang. Trotz einer miserablen englischen Woche ist der HSV auf dem 4. Tabellenplatz, wollen jetzt aber nach 3 Spielen in Folge ohne ein einziges Tor mal wieder gewinnen. Darmstadt kassierte zuletzt bei Kiel eine 4:2 Schlappe, aber der HSV ist aus der englischen Woche noch etwas mit mehr Tristesse rausgegangen. Ein 0:5, ein 0:0 und ein 0:0 zum Abschluss gegen den Stadtrivalen aus St. Pauli. Hier starteten sie gar nicht verkehrt in die Partie. Die erste Möglichkeit von Ito, aber ans Außennetz geballert. Heuer Fernandes muss da nicht eingreifen. Dann gab es auch die erste Chance für Darmstadt. Pollersbeck erstmal mit der Klasse-Reaktion nochmal die Möglichkeit. Aber dann der Schuss von Kempe abgewehrt. Darmstadt drückte jetzt auf den Treffer und Heller hat Pech, dass er hier nur das Aluminium trifft. Dann kam im zweiten Durchgang der HSV wieder besser nach vorne und das Tor fiel dann durch Rick van Drongelen. Kein Abseits, wir haben die Lupe nochmal drauf gehalten. Rick van Drongelen, der Innenverteidiger, mit nach vorne einmal vorgerückt, steht dann richtig, völlig ungehindert, schiebt da ein. Doch Darmstadt ließ sich davon kaum beeindrucken. Marvin Melhem, nicht der Größte, aber mit dem Flugkopfball direkt über der Grasnarbe macht er hier das 1:1. Aber der HSV ließ sich auch davon nicht einschüchtern. Auf der Gegenseite diese Möglichkeit. Karl Ednarei hält den Fuß hin, macht in der 72. das 2:1 für die Gäste. Nicht zu halten. Und dann gab es auch noch vor dem Schluss die Möglichkeit für Holtby auf 3:1 zu erhöhen. Er nutzte diese und setzte auf diese Partie den Deckel drauf. Der HSV gewinnt im Endeffekt auch verdient mit 3:1 diese Partie. Auch wenn Darmstadt gar nicht so verkehrt spielte, war der HSV eben besser und kann jetzt nach 3 Spielen ohne Tor endlich mal wieder die Dinger vorne reinmachen.
Jahn Regensburg ist zu Gast bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, der Dritte also gegen den Fünften. Beide Teams, die durchaus überraschen konnten bislang in dieser Saison. Zuletzt gewann Regensburg 3:1 gegen den Tabellenletzten aus Duisburg und Fürth gewann 1:0 gegen Dresden. Erst eine Niederlage bei den Kleeblättern. Schauen wir mal rein, wie sie sich jetzt hier gegen die Elf von Achim Beyerlorzer schlagen konnten. Kiel konnte zuletzt in Unterzahl gegen den SV Darmstadt mit 4:2 gewinnen. Eine verdiente Führung, die sie am Ende auch über die Zeit bringen konnten. Und bei Aue ist wirklich nicht so gute Stimmung angesagt. 15. Platz und das Auge ist definitiv nach unten gerichtet. Schauen wir mal rein, was hier die Tore ergeben haben. Kiel ging nach 18 Minuten mit 1:0 in Führung. Benjamin Gürt mit dem Treffer für die Gäste. Die Auer-Fans waren logischerweise bedient, hatten sich hier viel vorgenommen für dieses Spiel, gut durchgesteckt und dann ist Mendel ohne Chance, aber Aue kam kurz vor Schluss zumindest zum Ausgleich, was auch den Endspielstand 1:1 bedeutete. 87. Spielminute, eben der Ausgleich nach einer Ecke, ist Hochscheid an der richtigen Stelle und köpft das Ding dann einfach über die leere Torlinie hinein. Magdeburg konnte das erste Spiel gewinnen. Gegen Sandhausen gewannen sie durch ein Tor von Beck mit 1:0 am letzten Sonntag. Ebenfalls am letzten Sonntag spielte auch Dynamo Dresden, verlor aber gegen spielstarke Fürther mit 1:0. Wollen wir auf diese Partie mal etwas genauer achten. Der 1. FC Magdeburg konnte zuletzt den ersten Sieg seiner Historie in der zweiten Bundesliga erzielen. 1:0 gewann man gegen Sandhausen. Dresden hingegen verlor zu Hause 0:1 gegen Fürth. Jetzt kam hier aber wieder mal Christian Beck und der hatte schon das goldene Tor eben zuletzt beim Auswärtssieg erzielt. Nach 10 Minuten macht er hier das 1:0, läuft einfach durch, ist dann zu frei und köpft aus kürzester Distanz ein. Aber Dresden ließ sich davon nicht lange beeindrucken. Benatelli, was für ein Abschluss. Und Brunst reißt die Arme hoch und verhindert den Ausgleich. 20 Minuten jetzt von der Uhr. Wieder Benatelli, sehr auffällig. Dumitsch, Benatelli und dann fällt Ebert der Ball vor den Fuß. Und in der 21. Minute stand es dann 1:1. Das war jetzt auch absolut verdient. Eine tolle Partie im Osten Deutschlands. Im zweiten Durchgang dann wieder Magdeburg etwas drückender. Beck und super durchgesteckt auf Nico Hamann. In der 53. Minute macht er hier das 2:1. Stunde jetzt auf der Anzeigentafel gespielt. Und Beck versäumte es hier, diese Partie zu entscheiden. Das hätte es sein können, vielleicht sogar sein müssen. Schubert muss nicht eingreifen, weil der Ball eben über den Kasten hinwegging. Es gab aber nochmal eine Möglichkeit für Dresden. Das ist Benatelli, aber er lässt sie liegen. Das war wieder ein super Abschluss. Aber eben auch der letzte, der wirklich gefährlich wurde. Benatelli lässt hier also das 2:2 liegen. Auch wenn nicht viel fehlte, gewinnt hier der 1. FC Magdeburg verdient mit 2:1. Auch wenn Dresden über die 90 Spielminuten nicht die viel schwächere Mannschaft war, war es Magdeburg, die der Partie eben noch etwas mehr den Stempel aufdrücken konnte. Union Berlin ist momentan auf dem zweiten Tabellenrang. Jetzt kam der 1. FC Heidenheim zu den Eisernen ins Stadion und der Club von Frank Schmidt konnte zuletzt in Überzahl ein Spiel gegen den VfL Bochum noch drehen. 3:2 gewann sie da am Ende. Union Berlin gewann 2:1 gegen Ingolstadt. Hier war es eine Partie, die erst kurz vor Schluss richtig brenzlig wurde. Dove da mit dem doppelten Abschluss. Aber es sollte nicht zum Tor für die Gäste reichen, sodass es auch nochmal eine Möglichkeit gab, für Union diese Partie für sich zu entscheiden in der Schlussminute. Aber auch das wurde nichts mehr. Union Berlin und Heidenheim trennen sich also 0:0 und Union muss vielleicht wichtige Punkte oben im Kampf um die Aufstiegsplätze einbüßen. Ingolstadt ist wirklich miserabel in diese Saison gestartet, stehen mit einem Saisonsieg an Tabellenplatz 17. Der SC Paderborn viel Spektakel geboten. Zuletzt gewannen sie 1:0 gegen den FC Erzgebirge Aue und wollten jetzt im Schanzer Audi Sportpark
den nächsten Sieg einfahren. Aber erstmal startete Ingolstadt besser. 61. Spielminute, das 1:0 für den FC Ingolstadt. Unter Nuri wollten sie jetzt die ersten Punkte einfahren. Schöner Abschluss für Zingerle, nichts mehr zu halten. Aber Paderborn ist eben eine spielstarke Mannschaft, die nach vorne immer gefährlich sein kann und kam nach einer guten Viertelstunde auch dann zum Ausgleich. 75. Spielminute. Die Ingolstädter Fans waren bedient, aber es war das verdiente Resultat eben nach 75 Minuten. Und einmal kam Paderborner nochmal vors Tor. In der 85. nämlich Tirpitz mit der Entscheidung mit dem 2:1. Das bedeutete am Ende auch den Sieg für Paderborn. Ingolstadt verliert unter Nuri zum dritten Mal in Folge. Der Trainereffekt ist also verpufft. Ingolstadt steht weiterhin im Tabellenkeller und Paderborn schnuppert zumindest jetzt erstmal oben an den Aufstiegsrängen. Sandhausen ist miserabel in diese Saison gestartet, stehen nach 8 Spieltagen auf dem 16. Tabellenrang, tat sich aber in den vergangenen Jahren immer sehr gut daran, beim FC St. Pauli etwas mitzunehmen, waren immer ein sehr unangenehmer Gegner für die Elf vom Millerntor. Jetzt kamen sie aber hier mit eben nicht breiter Brust an und das rächte sich auch. Nach 33 Spielminuten war Marvin Knoll da, er erzielte das Tor des Tages, der FC St. Pauli gewann hier also gegen Sandhausen mit 1:0, zieht die nächsten 3 Punkte ein, nähert sich wieder den oberen Tabellenrängen. Nicht zu halten in der Situation mehr für Niklas Lomp. Es war ein zu platzierter, zu harter Schuss, der eben das Endresultat manifestierte und so gewinnt Pauli eben mit 1:0 gegen Sandhausen. Der 1. FC Köln ist an dem ersten Tabellenrang schon so ein wenig festhaften geblieben. Der MSV Duisburg klebt am letzten Tabellenrang. Logischerweise war die Favoritenrolle hier klar verteilt. Duisburg wartet auf den ersten Saisonsieg. Mal schauen, ob sie das hier am Montagabend dann auch einfahren konnten. Das Topspiel am Montagabend hieß Köln gegen Duisburg, heißt aber auch Platz 1 gegen Platz 18 und logischerweise war der Bundesliga-Absteiger hier der klare Favorit. Duisburg noch ohne einen Saisonsieg und Köln eben in überragender Verfassung. Davari neu im Tor für Mesenhöhler, Thorsten Lieberknecht hatte er jetzt übernommen und er kennt Davari noch aus Braunschweiger Zeiten. Hier ist er erstmal da und reißt die Arme hoch. Gute Situation hier von beiden Parteien. Köln wurde aber drückender und zwingender und vor der Pause nochmal richtig brandgefährlich. Hector auf Girassi und der Abschluss von Cosiello ist unnachahmlich. 42. 1:0 für Köln. Das verdiente 1:0. Der MSV Duisburg kam nach dem Standard das erste Mal dann gefährlich. Vors Tor noch im ersten Durchgang von der linken Seite reingetreten. Da ist Lukas Fröde mit dem Kopfball und macht das überraschende 1:1. Wie aus dem Nichts. Dieser Treffer, steht keiner am zweiten Pfosten und dann passt er einfach haargenau. Aber Köln im zweiten Durchgang wieder gefährlicher. Hector legt sich in der 50. Minute diesen Freistoß hin, kann ihn direkt bringen oder in die Mitte hinein flanken. Er überlegt es sich, bringt die Flanke und Terodde ist da, wo er sein muss. 51. Spielminute, 2:1 für Köln und es ist natürlich wieder Simon Terodde, wer hätte es auch sonst sein können? Und Köln wollte jetzt die Partie vorzeitig entscheiden. Cosiello, klasse Abschluss, aber Davari zeigt, was er kann. Dass er vielleicht auch auf Zukunft die Nummer 1 sein könnte. Dann kam in der 92. Minute noch einmal Simon Terodde. Eine Quote, wie man sie kaum besser und schöner träumen könnte. Der 1. FC Köln setzt sich weiterhin ab an Tabellenplatz 1. Sie gewinnen mit 3:1 gegen den MSV Duisburg, der eben weiterhin auch ohne einen einzigen Saisonsieg bleibt. Jo, hier habt ihr einmal im Überblick alle Ergebnisse dieser Prognose. Wir schauen gleich noch einmal gemeinsam auf die Tabelle, was diese Ergebnisse denn dann bedeuten würden, wenn sie so eintreffen würden. Ist ja nur eine Prognose, bedenkt das immer. Der 1. FC Köln logischerweise auf dem ersten Tabellenrang weiter. Union 2., HSV 3., Fürth rutscht einen ab, St. Pauli 5., Paderborn 6., schauen wir nach unten, Magdeburg 13., Darmstadt nur noch 14., Aue auf dem 15. Tabellenrang, Sandhausen, Ingolstadt, Duisburg dann ganz unten. Allesamt konnten sie keine Punkte einfahren und ja, haben sich dementsprechend tabellarisch auch nicht verändert. Kommen wir jetzt also noch zur dritten Liga.
Schauen wir auch erstmal auf die Tabelle, wie sie momentan aussieht. Osnabrück auf Tabellenplatz 1, Karlsruhe 2., Uerdingen 3. dahinter direkt, Münster auf den letzten Rängen stehen, Lotte auf 15, Rostock auf 16, auf den Abstiegsrängen eben Groß Asbach, Energie Cottbus, Meppen und Tabellenletzter ist Eintracht Braunschweig. Schauen wir mal, welche Partien sich an diesem Spieltag für uns offenbaren. Rostock spielt gegen den Karlsruher Sportclub, Braunschweig gegen Lotte, Aalen gegen Fortuna Köln, Uerdingen gegen Carl Zeiss Jena, Osnabrück trifft im Spitzenduell auf den 1. FC Kaiserslautern, Unterhaching trifft auf Preußen Münster. Im Ostduell treffen Cottbus und Zwickau aufeinander, Meppen hat den TSV 1860 München zu Gast, Wien Wiesbaden trifft auf Halle und zum Abschluss des Spieltages noch Würzburg gegen Sonnhof Großasbach. Rostock blieb ja zuletzt spielfrei, weil das Spiel gegen den Halleschen FC abgesagt wurde. Sie stehen auf dem 16. Tabellenrang, sind momentan sicherlich nicht in bester Verfassung und jetzt kommt der Karlsruher Sportclub ins Ostseestadion und der KSC ist mittlerweile auf Tabellenrang 2 erst einmal verloren und dementsprechend war es auch spannend zu schauen, wie diese Partie in der Prognose zu Ende ging. Schauen wir einmal kurz auf die Tore. Das 1:0 erzielte Kai Bülow. Auch mit Karlsruher Vergangenheit in der 5. Spielminute mit dem Abpraller per Kopf zum 1:0. Das 2:0 kam dann von Pascal Breyer in der 16. Spielminute. Tatsächlich sogar noch 3:0 Doppelpack. Pascal Breyer, der KSC, war an diesem Freitagabend nicht sonderlich gut aufgelegt, reingehämmert. Aber zumindest moralisch noch ein Punkt fuhren sie ein. In der 92. Minute trafen sie einmal durch Anton Fink zum 3:1. Reichte aber nicht mehr zu einem Punktgewinn, logischerweise kam das zu spät und so gewinnt Rostock gegen Karlsruhe mit 3:1. Braunschweig ist Tabellenletzter und möchte jetzt endlich mal wieder gewinnen, Tabellenplatz 20, ein Sieg stehen da erst auf dem eigenen Plan. Jetzt kommt Sportfreunde Lotte zu Gast ins Eintrachtstadion, ist sicherlich eine ausgeglichene Partie, die für beide Mannschaften sehr richtungsweisend für die Saison noch werden könnte. Hier gab es für Lotte das 1:0 in der 39. Minute. Wehkamp ist das mit dem Strafstoß, wurde aber noch ausgeglichen in der 64. durch Philipp Hofmann. Das 1:1 ging unter dem Strich dann auch in Ordnung. Dieser Kopfball sorgte für das Endresultat. Sowohl für Aalen als auch Fortuna Köln ist in dieser Liga jeder Punkt, jeder Sieg wichtig und insbesondere wichtig dafür, erstmal gegen den Klassenerhalt oder für den Klassenerhalt zu kämpfen. Jetzt war in Aalen eben der Fortuna Köln Sportclub zu Gast. Sie gingen hier auch in Führung. Nach 8 Spielminuten war es Moritz Hartmann, der Routinier, mit dem 1:0 für die Gäste, sodass Aalen erstmal unter Druck geriet. Zuletzt gewann Aalen ja mit 3:2 gegen Zwickau. Fortuna Köln verlor 1:2 gegen Uerdingen. In der 24. Spielminute gab es dann den Ausgleich. Matthias Morris wird da einmal geschickt und schloss dann ab. Es gab auch noch das 2:1 in der 50. Minute. Bär war es, der diese Partie entschied. Aalen gewinnt mit 2:1 gegen Fortuna Köln. Der KFC Uerdingen empfing Carl Zeiss Jena am Samstagnachmittag. Da schauen wir gleich mal etwas genauer drauf. Jena ist der 12. in dieser Tabelle und Uerdingen auf Rang 3. Ein super Aufsteiger, der Ambition nach oben hat. Zuletzt gewann man 2:1 gegen Fortuna Köln. Jena 0:0 gegen Osnabrück. Uerdingen gegen Jena am Samstagnachmittag, eine durchaus unterhaltsame Partie und der KFC Uerdingen zuletzt 2:1 erfolgreich gegen Fortuna Köln, startet hier auch gut rein. Eigner hatte zuletzt ja auch noch getroffen, hier diese Flanke, erstmal war Konrad mit dem Kopf da, aber der ging dann noch etwas über den Kasten hinweg. Nach 12 Minuten meldeten sich dann die Gäste mal zu Wort, erst der abgefälschte Schuss, aber nochmal die Möglichkeit und Wolfram schloss dann ab. 13. Spielminute, 1:0 für die Gäste, schmeichelhaft zu dem Zeitpunkt. Vollert kann nichts mehr machen, doch lange ließen sich das die Uerdinger nicht gefallen. 33. Manuel Konrad, super Abschluss, haut alles rein, was er hat und besorgt den Ausgleichstreffer. In der zweiten Halbzeit hatte die erste Möglichkeit dann wieder der FC Carl Zeiss Jena Erlbeck. Aber wirklich brenzlig wurde es in der Situation nicht. Den trifft er überhaupt nicht voll und der kullert dann am Kasten eben vorbei. Jetzt wieder Uerdingen. 53. Eigner mit dem Abschluss. Koppens erstmal dazwischen. Klärt zur Ecke. Eigner ärgerte sich. Hat aber jetzt die Möglichkeit, den nächsten Treffer aufzulegen. Und Konrad erfüllte ihm diesen Wunsch. 55. Spielminute. Das 2:1 für die Krefelder. Eigner
mit der nächsten Vorarbeit. Es kam aber vor der Pause nochmal zu dieser Möglichkeit und Niklas Erlbeck setzt hier wirklich noch den Deckel auf diese Partie mit dem 2:2 drauf. Das war dann auch das Endresultat. Bitter für Uerdingen, die hier durchaus den Dreier verdient gehabt hätten, aber Jena kämpfte bis zum Ende und spielte dann noch dieses 2:2 raus. Durch 2 Siege in Serie konnte der 1. FC Kaiserslautern zuletzt einen Riesensprung in der Tabelle machen. Jetzt ist man 7. Der VfL Osnabrück ist Tabellenerster und damit sehr gefährlich und sehr gut in dieser Saison. Ein absolutes Topspiel. Da wollen wir logischerweise mal etwas genauer drauf schauen. Ein Spitzenduell in der 2. Liga. Der VfL Osnabrück ist Tabellenerster und der 1. FC Kaiserslautern nach zuletzt 2 Siegen stehen sie jetzt auch schon wieder auf dem 7. Tabellenrang. Das ist wirklich ansehnlich. Und so kam sie hier mit breiter Brust auch ins Stadion an der Bremer Brücke. Nach 6 Minuten die erste Möglichkeit. Gino Fechner ist das aber noch zu schwach. Es war eine turbulente Partie. Das ist dann Mark Haider mit dem ersten Abschluss für Osnabrück und mit dem ersten Treffer. 24. Minute, 1:0 für Osnabrück. Kaiserslautern etwas überrascht. Sievers kann aber gegen diesen Hammer nichts machen. Lange ließ das Kaiserslautern aber nicht über sich ergehen. Jan Löhmannsröben in der 32. mit dem 1:1 Ausgleichstreffer. Und die beiden Mannschaften hatten noch nicht genug. Vor der Pause nochmal Kaiserslautern und der Treffer von Kevin Kraus. Der Verteidiger mit nach vorne gekommen in der ersten Minute der Nachspielzeit. Macht er das 2:1. Das bedeutete auch den Pausenstand. Dann hatte Timmy Thiele in der 53. Minute schon die Chance auf 3:1 zu stellen. Aber super Reaktion von Körber, da kann man nur den Hut vorziehen. Das war echt ein krachender Flachschuss, beziehungsweise mittelhoher Schuss, der dann aber auch gut abgewehrt werden konnte. Stunde noch nicht mal von der Uhr und Osnabrück drückte aufs 2:2 und erzielte das dann auch. Makai, der 58. Das 2:2 war gefallen. Direkte Abnahme für Sievers, wieder nichts zu halten. Aber auch Kaiserslautern brachte wieder etwas nach vorne und kam so zum 3:2. Es war ein Hin und Her. Chancen über Chancen, Tore über Tore. In der 73. stand es dann 3:2. Doch der VfL Osnabrück wollte die Tabellenführung irgendwie behalten. Alvarez mit der Flanke und dann fällt Blacher der Ball vor den Fuß. Und der trifft tatsächlich noch zum 3:3. Das Endresultat ging absolut in Ordnung. Eine spektakuläre Partie. Beide Mannschaften sorgten für gute Unterhaltung und so hätte auch keine Mannschaft es verdient gehabt, am Ende zu verlieren. Und so geht dieses 3:3 dann auch für beide Teams sicherlich in Ordnung. Für Unterhaching gab es zuletzt ein enttäuschendes 1:1 bei Sonnhof Groß Asbach. Man möchte wieder oben an die Tabellenränge anschließen. Es ist sehr eng in der Liga in der 3. und dementsprechend ist Preußen Münster auf Platz 4 nur ein Punkt voraus. Schauen wir auf die Tore. Das erste erzielte hier Unterhaching. Wiedemann nach 4 Spielminuten bereits mit dem frühen Treffer für die Gastgeber. Das wurde aber dann ausgeglichen in der 38. Kobylanski mit dem Ausgleichstor eben noch vor der Pause. Und in der Nachspielzeit entschied Preußen Münster das Spiel für sich. Wieder Kubilanski, 2:1 für Preußen Münster. Die grüßen damit weiterhin ganz oben aus der Tabelle. Cottbus durfte zuletzt nicht so häufig mehr ran, zumindest zu Hause nicht mehr. Da wurde das Spiel abgesagt. Jetzt waren sie zu Gast in Karlsruhe, verloren damit 2:0. Zwickau verlor 2:3 gegen Aalen. Dementsprechend eine brisante Partie, für beide sehr wichtig. Und da schauen wir etwas genauer mal rein. Hitziges Ostduell im Stadion der Freundschaft. Der FC Energie Cottbus lud zum Derby gegen den FSV Zwickau. Zuletzt konnte Cottbus nicht wirklich mehr glänzen. Jetzt kam der FSV Zwickau, der aber auch verlor. 2:3 gegen Aalen. Zuletzt steht aber in der Tabelle noch etwas besser da im gesicherten Mittelfeld. Hier hatten sie auch die erste Möglichkeit. Hoffmann ist das. Schließt ab. Spahic muss aber nicht eingreifen. Doch der FSV Zwickau war hier die bessere Mannschaft. 10 Minuten gerade mal von der Uhr. Reinhardt legt nicht rüber, sondern nimmt sich selbst ein Herz. Und Julius Reinhardt macht in der 11. Minute das verdiente 1:0 für die Gäste. Super Abschluss links rein. Spahic kann nichts machen gegen diesen platzierten Schuss. Und es gab dann die Möglichkeit für Reinhardt, den Doppelpack zu schnüren. Nach 20 Minuten lag das 2:0 in der Luft, aber der FC Energie wurde noch verschont in dieser Situation. Dann gab es auch den ersten Angriff der Cottbusser. Kurz vor der Pause, super Flanke. Und da ist dann Weidlich, der den Ball einmal annimmt. Und dann
reinhaut. 46. Spielminute bzw. erste Minute der Nachspielzeit. 1:1, schmeichelhaft zu dem Zeitpunkt. Und im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild. Erstmal der FSV besser. Bickel mit dem Abschluss. Spahic pariert den aber ohne Probleme. Hält ihn in seinen Händen fest. Und trotzdem Nervosität bei Cottbus. Der nächste Abschluss. König trifft nur das Außennetz. Was war mit Cottbus los? Seit Wochen schon nicht mehr so in der Verfassung. Hier waren sie im Glück, dass der nicht reinging. Sie kam aber noch einmal 5 Minuten vor dem Ende. German legt auf Zimmer. Der Abschluss von Freitas war dann auch der letzte der Partie. Kamens konnte halten, hält dieses 1:1 fest. Und der FC Energie hätte sich aber nicht beschweren können, wenn er hier verloren hätte. Zwickau war die bessere Mannschaft. TSV 1860 München gab zuletzt gegen Würzburg in Überzahl einen sicheren Sieg noch aus der Hand. Am Montagabend war das. Jetzt kommt der SV Meppen mit breiter Brust. 4:2 gegen Braunschweig gewonnen. Da schauen wir jetzt auch mal auf die Tore, wer sich da durchsetzen konnte. Das 1:0 für Meppen in der 23. erzielte Thilo Leugers. Schöner Abschluss für Hiller, nicht zu halten. Aber Grimaldi konnte in der 40. Minute ausgleichen. Das verdiente Resultat nach 45 Spielminuten, auch ein saftiger Schuss. Vor der Pause doch noch ein Tor, 2:1, wieder Meppen in Führung. Doch 1860 kam auch nochmal, sicherte sich das 2:2. Grimaldi mit dem Doppelpack in der 64. Spielminute. Und so ging diese Partie verdient 2:2 zu Ende. Halle hat 2 Spiele weniger in dieser Saison. Gegen Rostock und gegen Cottbus wurden die Partien jeweils verlegt. Jetzt kommt Wien Wiesbaden. Zuletzt 3:0 gegen Preußen Münster verloren und die müssen mal wieder ein bisschen Luft holen. Stehen momentan im Tabellenmittelfeld, ebenso auch wieder Gast aus Halle. Das erste Tor erzielte Lorch. Nach 10 Spielminuten stand es dann 1:0 für die Gastgeber. Schöner Kopfball aus Sicht der Hallenser. Dann zum Glück der Ausgleich nach 8 Minuten. Matthias Fetsch steht richtig, hält den Fuß hin und erzielt den eben verdienten Ausgleich. 62. Schwadorf mit dem erneuten Führungstreffer für Wien, auch per Kopf, wie schon das 1:0, wieder nicht zu halten. Und Schwadorf entschied in der 84. Minute diese Partie zum 3:1. Moralisch sehr wertvoll das 1:1 von Würzburg in Unterzahl zuletzt gegen den TSV 1860 München. Groß Asbach ist einfach eine etablierte und gefährliche Mannschaft in der dritten Liga, aber schlagbar, wenn man in voller Konzentration an die Partie ranging. Und nach 6 Minuten bereits das 1:0 für den Favoriten aus Würzburg. Schuppern haut den Ball aus kurzer Distanz rein und in der 25. Minute bereits das Endresultat 2:0. Super Abschluss hier von Skalatidis, das bedeutete die Entscheidung und so das 2:0. Schauen wir nochmal auf die Ergebnisse. Ihr seht übrigens daneben auch meine Tipps. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich ebenfalls freuen. Ansonsten ja, einen Daumen nach oben oder ein Abo, ebenfalls sehr erfreulich. Schauen wir noch kurz auf die Tabelle und dann war's das mit dem Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dann und ciao.